Moin Leute, Paddy hier vom Viking Warrior Shop. Heute wollen wir uns mal anschauen, welche Maske kompatibel zu einem Aktivgehörschutz ist. Bleibt dran, Leute, bis gleich. So Leute, dann wollen wir mal. Worum geht's? Das Thema Aktivgehörschutz erfreut sich ja immer mehr Beliebtheit. Ja, gibt es so Modelle wie die hier von Ermor, M31 oder mit Sprechteil M32 oder von anderen Herstellern. Das ist erstmal zweitrangig, welchen Aktivgehörschutz ihr verwendet. Die sind ja von den Abmessungen her alle ähnlich. Nagelt mich nicht darauf fest, ich beziehe mich bei der Auswahl der Masken jetzt erstmal grundlegend an diesem Modell, an dem M31, M32 von Irmor. Ich habe jetzt hier ein paar Masken aufgebaut. Fangen wir doch mal an mit den Masken, bei denen es nicht funktioniert. Dafür räume ich mal eben kurz den Tisch frei. Hopp, die kommen mal eben beiseite. Und dann wollen wir uns mal die Masken anschauen, bei denen es halt nicht funktioniert. Da haben wir zum einen die Push Unite, eine sehr beliebte Maske. Ich persönlich spiele sie auch. Ist halt eine sehr bequeme, leichte, komfortable Maske. Nun ist es aber so, durch das Design, was sie auf der einen Seite halt sehr leicht und komfortabel macht, macht es sie auch inkompatibel mit dem Aktivgehörschutz, zumindest unter der Prämisse, die nicht zu bearbeiten, sprich irgendwas abzuschneiden, was abzufeilen, mit der Säge beizugehen, mit einem Dremel oder. Heute konzentrieren wir uns nur darum, welche Masken können wir tragen, ohne sie zu bearbeiten. Schauen wir uns die mal eben kurz an. Einen Moment. So, schaut mal her. Durch das Design ist es nun mal so, dass der Frame bis übers Ohr reicht. Und somit seht ihr schon auf den ersten Blick, ich müsste hier was abschneiden, was abdremeln, flexen, was auch immer, um sie halt kompatibel zu machen mit dem Gehörschutz. Weil der Gehörschutz, einen Moment, ich hole mal eben einen vor, der, so rum ist es richtig, der liegt ja quasi hier. Ja, der würde halt, euer Ohr liegt hier, so in dem Bereich. Und somit müsste der Gehörschutz ja über dieser Stelle, weil die Maske über dem Gehörschutz geht auch nicht. So viel dazu. Ja, somit Push Unite leider raus. So schade es ist. Weg damit. Als nächstes auch eine sehr beliebte Maske, auch sehr komfortabel, die Die-i5. Dort ist es ähnlich. Wenn wir uns das mal anschauen im Detail. Es ist auch hier so, das kann man eben beiseite. Es ist auch hier so, ja, man kann dieses Stück hier entfernen, also das weiche, dieses schaumstoffstoffige Teil, das kann man entfernen. Ne, schaut mal hier, das kann man wie bei der E4 ähnlich abnehmen. Aber selbst dann reicht der Frame halt immer noch über das Ohr und somit über den Bereich, wo ihr den Gehörschutz tragen würdet. Es ist weniger als bei der Push Unite, aber das geht immer noch nicht. Okay, somit ist die halt auch raus. Somit bleiben uns im Grunde, zumindest von den Masken, die ich hier habe und an denen ich es ausprobieren konnte, drei Modelle übrig. Vorab alle Masken, die ähnlich gestaltet sind wie die beiden eben, das ist jetzt nur ein Beispiel, die Helix-Masken von Empire oder. Diese Masken funktionieren da leider nicht. Fangen wir doch mal an mit der Maske, bei der es meiner Meinung nach am besten sitzt und am besten funktioniert. Ich hole sie mal eben vor. Das ist eine gute alte Jetty, in dem Fall eine ProFlex-Maske, funktioniert aber genauso gut mit der Airsoft-Maske, also die das Airsoft-Gitter habt, falls ihr noch eine zu Hause habt. Dann seid ihr die Glücklichen, die wurde von JT wieso auch immer aus dem Programm genommen. Oder mit alten Spectra-Masken, weil ihr in jedem Fall, und das ist bei allen gleich, ich zeige euch das mal eben. So, das ist bei allen gleich. Ihr könnt bei allen das Ohrteil abschrauben. Das ist ganz einfach. Das ist hier nur verschraubt, hier oben und unten. Dann müsst ihr den Strap rausnehmen, oder weil das ja hier hinter noch ist. Dann könnt ihr das wegtun und dann sieht das Ganze nämlich, einen Moment, wenn ihr das gemacht habt, das sind zwei Handgriffe, das ist schnell gemacht, sieht das Ganze so aus. Ich hole das mal eben vor, eine Sekunde. Schaut mal, dann sieht das Ganze so aus.
Ihr habt von vorne noch den gesamten Schutz, auch von der Seite. Es fehlt aber, und das ist der Clou dabei, das komplette Ohrteil. Und das ist nur ein Teil mit zwei Schrauben. In dem Fall das Gummiteil. Es gibt ja auch aus Schaumstoff oder aus Plastik, je nachdem, welche Version ihr da gerade habt. Das tut ihr beiseite. Und mit zwei Schrauben ist es auch wieder an Ort und Stelle. Und somit habt ihr nichts kaputt gemacht an der Maske. Und sie bietet immer noch den vollen Schutz. Sie geht halt übers Ohr. Also geht nicht übers Ohr, sie passt halt perfekt. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Sie passt halt perfekt. So, hier würde dann ja das abschließen. So, das schauen wir uns gleich nochmal an. So sieht das dann aus. Und das passt dann halt perfekt mit dem Gehörschutz. Was will man mehr? Zudem ist es nicht die teuerste Maske am Markt. Die liegen um die 100 Euro, je nach Version. Plus, minus, eher plus, aber halt ne, um die 100 Euro. Bis 120 Euro findet ihr so eine Maske. Ist eine gute Investition, finde ich, wenn ihr mit Gehörschutz spielen wollt, ohne halt das alles auseinanderzunehmen. Und selbst wenn ihr es abschneiden würdet bei den anderen, ist es immer noch hier so, dass es halt wirklich den kompletten Schutz bietet. Ideal, um mit Gehörschutz zu spielen. Sehr gut. So, dann kommen wir zum nächsten Modell, wo es auch sehr, sehr gut funktioniert. So, habe ich denn eine? Und das ist die Dye i4. Im Vergleich zur Dye i5, ich hole sie noch mal eben kurz her, ist es so, dass das Ohrteil, wir schauen uns das mal kurz en Detail an, eine Sekunde. Schaut mal. Hier ist es so, das sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, aber ihr seht schon den Größenunterschied und der macht es. Ne? Ich packe die mal eben wieder weg. Bei der i4 ist es so, dass das hier genau hier abschließt. Also, hopp, das schließt hier genauso ab. Je nach Kopf vielleicht gerade eben so, dass es so ein bisschen mit runterrutscht. Das macht aber nichts. Der Gehörschutz ist immer noch gegeben. Also das kollidiert gerade so ein bisschen mit dem Schaumstoff manchmal. Also mit diesem Gel- oder Schaumstoffkissen, je nachdem, was ihr für einen Gehörschutz habt. Das passt aber und das stört auch nicht. Haben wir alles ausprobiert. Das funktioniert super. Dye i4. Wie ich finde, auch eine richtig geile Maske. Und die meisten von euch haben sicherlich schon eine. Auch hier gilt, etwas teurer als die JT, aber es ist auch eine richtig gute Maske. Und was halt auch gut ist, das gilt für die JT als auch für die Dye i4, ist, die sind halt schön kompakt und ihr könnt richtig gut damit anlegen, weil was nützt mir das, wenn ich eine Maske habe, wo ich einen Aktivgehörschutz habe, ich aber nicht vernünftig mitschießen kann. Weil dann habt ihr ja auch nichts gekonnt. Ja? So. Deswegen haben wir auch Masken ganz bewusst, wo das nicht gegeben ist, vielleicht irgendwas von V-Force, eine Grille oder so, das habe ich gar nicht erst ausprobiert, denn sie ist halt nicht ideal, um damit halt Backfat-Paintball zu spielen. Und darum geht es ja, weil auf dem Turnierfeld, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ihr Sub-Air spielt, ja, das ist laut, aber was wollt ihr denn damit? Ist ja Quatsch. So, zu guter Letzt, die Zero Pro und die Zero SLD, das funktioniert bei beiden gleich gut von Carbon. Meiner Meinung nach eine richtig gute Paintball-Maske. Schön leicht, weich, aber es geht jetzt ja nicht um die Maske, das hatten wir schon. Sie kommt mit zwei Gläsern, bla bla bla. Und schaut mal her. So. Das Ohrteil könnt ihr nämlich hier und hier abschrauben. Dann müsst ihr nur noch den Strap da durchziehen. Das ist aber auch ganz einfach gemacht, weil der Strap ist einfach hier fixiert. Das dreht ihr um, dann könnt ihr den Strap rausziehen und dann habt ihr es. So, jetzt, das ist der Vorteil, denn dann liegt das, verkehrt rum, dann liegt das nämlich genau hier. Ne? Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. So, jetzt kommt aber der große Nachteil. Ich hole die mal eben kurz her. Oder was heißt der große Nachteil? Ich habe hier auch eine vorbereitet. So sieht das dann aus, von vorne wie gehabt, aber von der Seite. Das klappt gut. Da ist aber nicht mehr viel Maske übrig, Leute. Okay? Das heißt, hier, das ist alles frei. Schaut mal her, im Detail. Okay?
Das muss man wollen. Weil das ist dann so. Die halbe Wange ist frei. Kriegt da mal einen First Strike ab. Dann haltet ihr aber den Mund. Wag ich mal so zu behaupten. Also von daher, so richtig gut. So, wenn man das abgebaut hat, ist es halt sehr frei. Was man natürlich machen könnte, das ist auch eine Überlegung wert, diese Seitenteile kosten nicht die Welt, die gibt es als Ersatz. Dann müsstet ihr das bearbeiten, aber so ein zweites Paar Ohrteile ist halt nicht wild. Schneidet das genau hier runter, schaut mal. Dann schneidet ihr das genau hier, das würde ich noch stehen lassen, weil da schraubt man es an. Dann schneidet ihr das genau hier so runter und dann habt ihr halt quasi das Stück, so, quasi das Stück, was halt hier noch schützt. Und dann ist es genau wie die Jetty-Maske. Ja. Das ist noch so eine Kleinigkeit, das kann man machen. Und dann würde das in einer Liga mit der Jetty-Maske spielen, weil ihr seht es ja, das ist ja genau der Unterschied. Ja. Und sie ist halt noch ein gutes Stück leichter als diese hier. Ja, so viel dazu. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Spielt ihr schon mit Gehörschutz und Paintball-Maske? Ich meine jetzt nicht diese Schießbrillen und mit einem Helm oder und dann hier so ein Airsoft gelöt oder was, sondern wirklich eine klassische Paintball-Maske, weil ihr den Schutz mögt, weil ihr den Tragekomfort mögt oder weil man und dass man da so gut Luft bekommt oder. Es hat ja viele Vorteile. Meiner Meinung nach auch der Sicherheit mehr dient als irgendwelche Umbauten. Aber das ist Geschmackssache, da will ich mich jetzt nicht zu äußern. Naja, abgesehen davon, dass man euch damit nicht auf jedem Paintball-Spielfeld spielen lassen würde. Ja, welche Maske nutzt ihr? Habt ihr eine vergessen? Sollen wir nochmal irgendwelche anderen nachtesten, die wir da haben? Lasst es mich wissen, dann kriegen wir das bestimmt hin. Ja. Zum Thema Gehörschutz wird es demnächst bestimmt auch noch ein Video geben, aber das extra, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Okay, Leute, bis dann.